Ozan Ibasch läuft durch die Innenstadt von Neufahrn vor den Toren Münchens. Viele Passanten sprechen ihn an, hier kennt ihn jeder. Kein Wunder, der 37-Jährige ist in der Region geboren. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Bayern will Ibasch Bürgermeister der rund 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde werden. Er wäre der erste muslimische Bürgermeister in der CSU. Aber wieso geht der 37-Jährige ausgerechnet in diese Partei? Die CSU war die Partei, die über 40 Jahre an der Regierung war. Und ich als Mensch mit Migrationsgeschichte habe mich in dieser Gesellschaft mit der Partei CSU auch so entwickeln können, wie ich mich entwickelt habe. Ja? Und dann habe ich gesagt, wenn es auch sehr, sehr konservative Menschen gab, habe ich gesagt, ich möchte wirklich auch die Herausforderung annehmen und in der CSU mitgestalten. Mitgestalten wollte auch der Unternehmer Senar Şahin, der in Wallerstein für die CSU Bürgermeister werden wollte. Nach heftigen Protesten zog er seine Kandidatur zurück. Muslim und CSU, für viele passt das eben immer noch nicht zusammen. Und ich habe auch von der AfD schon, ja, Bedrohungen würde ich nicht sagen, aber muslimischer Bürgermeister, wir werden ihn bekämpfen. Wenn das die Dinge sind, die heutzutage da gezeigt werden, dann muss man sich als Demokraten dagegen stellen. Größter Konkurrent bei der Bürgermeisterwahl ist wohl der Amtsinhaber. Erst ausgerechnet von den Grünen.